Yo, 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 na, was geht ab? Es ist Freitag und wisst ihr, was das heißt? Richtig, es ist Zeit für die tägliche Dosis Memes und lustige Videos. Und wisst ihr direkt mal, was nicht lustig ist, was der kleine Junge hier erleben musste? Er hat heute Geburtstag und bekommt ein wirklich sehr heftiges Geschenk. Wie er sich gefreut hat. Aber natürlich bekommt er kein iPhone. Was denkt er, wer er ist? Der ist doch gerade erst 7 Jahre geworden. Und was geht da ab? Ist der Hundefutter? Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Tag heute gelaufen für Lil Bro. Der hat sich noch nie so hintergangen gefühlt in seinem Leben. Das ist der Grund, warum er sein Leben lang Vertrauensprobleme haben wird. Bro, unlock the secret prize. Bro, wer ist der Penner, der dort unten schläft? Junge, wach mal auf. Was ist los bei dir? Ich bin dafür, dass der Typ jetzt auch den Jungen dort unten als Gewinn bekommt. Klassischer Menschenhandel auf dem Rummel. Er wollte nur ein Foto machen. Und dann dieser goofy ass Smiley aus 2014. Könntest du ein Foto mit ihm machen? Okay, okay. Was sehen wir hier? Ein netter junger Mann, der ein Bild mit einem süßen Rentner machen will. Hm, ist doch nichts verkehrt dran, oder? Könntest du ein Foto mit ihm machen? Oha, oha, Headshot. Der Sound dazu macht alles noch besser. Wer hat den Opa verärgert davor, dass er so sauer ist? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich ab jetzt immer fragen sollte, wenn ich ein Bild mit einem alten Mann haben will. Danke, dass du dich für die Wissenschaft geopfert hast. Ach, und apropos Opfer. Der Typ im nächsten Video hat sich auch ein Opfer rausgesucht für einen gottlosen Prank. Und mit gottloser Prank meine ich auch wirklich gottloser Prank. Und zwar beginnt alles damit, dass er Leuten in einem Einkaufsmarkt ein überteures Geschenk gibt. Do you mind if I just pay in the front? Sure. Okay, cool. But she fell for it, yo. Excuse me, ma'am. Yes? Would you mind being a video? No, that'd be fine. Alright, so pick a number between 1 and 10. Let's say 7. 7? Well, it's your lucky day. You just won brand new AirPod Pros. Wow, you're kidding me. Really? Yeah. Ey, die Arme denkt jetzt einfach wirklich, sie hat die richtige Zahl erraten und gerade den Grand Jackpot gehittet. Ja, nur zu schade, dass die AirPods vorher selber nur aus einem Regal genommen wurden, im gleichen Laden, wo sie noch drin sind. Yeah. Why? You won. Nothing, you won. How come? You win. Have a good one. Have a good one. Thank you. Sowas ist einfach nur ehrenlos, wirklich. Wie unnötig, Alter. Aber als der Alarm anging, konnte ich echt nicht mehr. Genau so werden alte, unfreundliche Leute geboren. Normal, dass sie die Jugend danach hasst und jeden Abend ein Satansritual macht, an dem sie die Jugend verteufelt, wenn jemand so ein Prank mit ihr macht. Na, das ist wirklich crazy und geht echt eine Stufe zu weit. Bro, disconnected. Victor! 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 Wer von euch hat das Controllerkabel von dem Bre gezogen? Er ist so lustig zusammengesackt. Der Discord-Sound passt perfekt drauf. Victor! 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 Oh no, Victor! Ey, what the f***? Der hat sich einfach selber hochgenommen. War doch klar, dass das Scheißding zerplatzt, wenn du so am Blasen bist. Dieser Schrei von ihm war wirklich andere Welt. Der Arme hat seine Seele kurz rausgelassen dabei. Eilmeldung, Eilmeldung. Bigfoot found in Fordyce. What the f*** is that? Bigfoot. Oh man, look at him. Okay, das ist nicht Bigfoot. Das ist einfach irgendeiner meiner Zuschauer. Was soll das? Ich dachte, ich sehe hier jetzt wirklich den echten Bigfoot, aber nein. Einer von euch. Nice. Das macht ihr also, wenn ich einen Tag kein Video hochlade. Ihr werdet direkt zu Tieren. Und ich kenne euch ja auch gut, deswegen weiß ich, dass viele von euch ein bisschen schüchtern sind. Aber keine Sorge, euer Lieblings-YouTuber Bennett ist da für euch. Alles, was ihr machen müsst, um die Schüchternheit zu überwinden, ist, geht einfach raus an einen öffentlichen Platz mit vielen Menschen und schreit rum. Leute, was geht ab? Ich bin wieder mal back am Start und heute habe ich mir einen One-Chip gegönnt und ich sag euch ehrlich, es war so eklig. Ihr seid NPCs! Er ist einfach der Main Character. Yo Leute, was geht ab? Ich bin wieder mal back am Start und heute muss ich wieder zu meinem Bruder gehen. Diese
Ich muss den jetzt wieder finden. Den Pitch kriege ich noch. Okay, okay, chill. Mittlerweile glaube ich doch eher, dass der Typ irgendein Psychopath ist, der einfach nur seine inneren Gedanken gewinnen lässt. Das war wirklich ein bisschen zu abgefuckt, Bro. Was müssen sich die armen Menschen dort denken? Still one of the funniest memories I've saved in my phone. This one's stuck. Look at him. He's stuck. I wanna pull him out. Holy shit, der Fisch hat am Ende einfach die Emote-Taste gedrückt und sich selbst durch die Luft geglitet. Zu lustig auch, wie sie sich erschrocken hat. Hattet ihr schon mal Ratten bei euch zu Hause? Also falls ja, dann müsst ihr ja wirklich wie die letzten Penner leben und so ein Zimmer haben. Wow, hier eine Runde Fortnite zocken mit den Jungs, macht bestimmt Spaß. Joke, falls dein Zimmer so aussehen sollte, mach dir mal Gedanken über dein Leben. Was ist denn los bei dir, du Ekelhafter? Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, bei diesen Dingern hier. Bro, guck mal, genau das meine ich. Wie ein Obdachloser kommt das Ding aus der Spüle gekrochen. Er denkt auch, er wäre Ratatouille. Les rêves des amoureux sont comme le. Und jetzt viel Spaß, das Ding wieder einzufangen. Die sind ultra flink unterwegs. Ja, super, perfekt. Er hat sich einfach selber gefickt. Wieso fällt er die Treppe wie in einem Cartoon runter? Ja, die Ratte sollte sich mal ein Beispiel an seinem Homie nehmen, weil der gibt nach einer Treppe nicht so einfach auf. Never back down, never what? Junge, er musste sich erstmal kurz entspannen und realisieren, was gerade passiert ist. Wie er die Wand anguckt. Ey, das war echt eine peinliche Aktion und ich glaube auch, er schämt sich dafür. Wie kann man so stumpf und dumm die Treppe runterfallen? Der Arme ist safe nicht mehr der Alte danach. Das war zu heftig. Naja, wie auch immer, ich habe keinen Plan, wieso so viele Ratten jetzt hier, also wieso es sich darum gedreht hat. Kein Plan, Mann. Egal. Idiotentest Frankfurt. Wenn ich das schon lese, habe ich keinen Bock mehr. Also, ihr wisst, was das heißt. Schnallt euch an. Ich glaube, jetzt werden Gehirnzellen verbrannt. Wer ist der Bundeskanzler von Deutschland zurzeit? Also Olaf Stolz? Ey, nein, nein, bitte, das kann doch nicht dein Ernst sein. Olaf Stolz. Olaf Stolz, warum, Mann? Das ist echt crazy, Alter. Wie viel Einwohner hat Deutschland? 145 Millionen. 3 Millionen? Ja. 100.000 ist 80.000. Super, es wird noch schlimmer. Ja, Deutschland hat 100.000 Einwohner. Deswegen, mir folgt auch gerade die Hälfte von Deutschland einfach auf YouTube. Krass. Danke, Mann. Ey, Jungs, sagt mal, wo geht ihr zur Schule? Also, das kann doch nicht der ihr Ernst sein. Das muss doch gestellt sein. Boah, richtig. Wie hast du so genau gewusst? So wurde so gesagt, TikTok und so. Ja, man merkt, dass du die Bildung von TikTok holst. Wenn du jetzt 90 km/h fährst, wie weit bist du dann in einer Stunde? 20 Minuten? Richtig. 90 Minuten. Richtig. Wie hoch ist der Mount Everest? Keine Ahnung, Walla. Keine Ahnung, Walla, war bis jetzt einfach die beste Antwort. Das ist so traurig. 800 Meter? Weil ich glaube, man kann es nicht mal wissen. Was schätzt du so? Oder 20 Millionen oder so? Ja, das kommt schon nah dran. Das ist schon gut. Wenn in der Grenze zwischen Österreich und Deutschland ein Flugzeug abstürzt, wo werden die Überlebenden begraben? In der Mitte. Polen, in der Mitte oder so. Polen? Oder so, keine Ahnung. In Polen? Wärst du vor 17 Jahren geboren, wie alt wärst du jetzt? Ich wäre noch im Bauch. Keine Ahnung. Oder ich wäre im 8. Monat oder so. Noch im Bauch, da war ich noch nicht geboren, denke ich. Also wärst du vor 17 Jahren geboren, du wärst im Bauch? Ein Monat oder so, denke ich. Wie viele Sekunden hat eine Stunde? 180. Richtig. Ich kann das alles nicht mehr. Und die müssen in ein paar Jahren schön für Olaf Stolz arbeiten, zusammen mit den anderen 100.000 Einwohnern hier in Deutschland. Wir sind offiziell verloren. Und die einzige Rettung ist tatsächlich, wenn ihr das Video hier liked. Also, wer interessiert ist an der Rettung der Erde, gebt dem Video einfach einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.